Fred im Vorspann gesagt, ich werde heute drei Messer zeigen oder vorstellen. Und das eine, das ist ein Klappmesser von Meru. Meru ist eigentlich die Hausmarke von Klobetrotter.de oder Klobetrotter, einem sehr großen oder sehr guten Outdoor-Ausstatter. Die gibt es in Bonn, die gibt es in Köln. Und den Rest müsst ihr auf Klobetrotter sehen. Und zum einen habe ich hier das Meru Bulk, also ein Taschenmesser mit Linerlock. Ich muss dazu sagen, das ist ein Einhandmesser, weil hier ist nämlich rechts und links ein Daumenpin. Den müssen wir rausmachen. Das lassen leider unsere Gesetze nicht zu. Wir können aber hier diese Schrauben lockern. Ja. Wie, wenn wir das hier, diese Daumenpins weggemacht haben und lockern die Schrauben, dann ist das so, als wenn das hier geöffnet wäre und wir machen so. Ist es dann ein Einhandmesser? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, aber ich komme mal kurz an die Kamera. Ich zeige dieses Messer. So, das ist mein Messer. Hat nicht die schönste Maserung, weil ich habe meiner Frau gestattet. Ich habe zwei davon gekauft. Und das bedeutet, sie hat das gleiche oder ein ähnliches. Nicht dasselbe, das gleiche. Das ist schöner gemasert. Das hier hat eine schönere Maserung, aber hier nicht. Und sie hat das mit der schöneren Maserung. Wie gesagt, das ist ein Linerlock mit Daumenpins, die muss ich abmachen. Ja. Ist es dann noch eins? Keine Ahnung. Das kam für 9,95 Euro daher. In einem Blisterpack. Ich habe es nicht geschärft und es ist extrem scharf. Also ich meine, dieser Baum hier, der ist ja schon... Der verrottet ja schon, aber trotzdem, mit einem stumpfen Messer käme man da nicht so ohne weiteres durch, weil hier, da ist nur die Oberfläche verrottet, hier nicht mehr. So, und sie hat das gleiche, nicht dasselbe. Und als sie das in die Hand genommen hat, da muss ich meine Frau loben. Wie gesagt, das ist ein wunderschönes Messer und das ist es. Über die technischen Daten, sprich das Holz selber kann ich nichts sagen, Holz, Quatsch, das Metall kann ich nichts sagen. Das hier ist Birke, kann ich leider nichts sagen, aber es ist schon fest out of the blister Pack rausgekommen. Es fasst sich gut an. Hier ist ein Gürtelclip. Der behindert auch nicht so sonderlich. Meistens sind die Gürtelclips nach da, so dass sie dann hier das da, was man hier jetzt in Hand, ja, nee, nicht Rücken, Bauch, keine Ahnung. Es stört auf jeden Fall nicht. Messer ist spitz, aber nicht, ich halte das mal hin, nicht allzu dünn. Wenn man das öfters bei Foldern hat. Und für 9,95 bekommt man ein wirklich gutes Messer. Jetzt will ich mal die Standard-Schnitz-Geschichten zeigen, die man sonst so mit Messern zeigt. Dazu nehme ich mein relativ frisches grünes Holz. Das ist also schon wirklich ungeschärft, ja, out of the blister box. Ich muss lauter reden, ich habe gemerkt, dass die Kamera keine gute, kein gutes Mikro hat. So. Rinde vom Ast abzuschälen mache ich nicht mit der Schneide. Die Schneide zu schonen, sondern mit dem Rücken. Und da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Druck nach oben auf die Klinge ausübt, sondern nach vorne. Denn dieser Linerlock, wenn der zu locker ist, und was
leider tatsächlich passiert mit der Zeit. Dann schnappt das Messer nach oben und hat das Messer hier zwischen Daumen und Zeigefinger und das schneidet durch. Zumindest bei dem Messer. Also ich mache das mit dem Messerrücken und diese kleinen Entästungsarbeiten, die mache ich hier mit. Ich kann aber auch, und das mache ich jetzt, und da bin ich wirklich extrem begeistert davon, wie scharf dieses gottverfluchte Messer ist. Aber ihr habt es selber schon gesehen, seht ihr? Also das Holz spritzt nur so nach allen Seiten bei diesem Messer. Und für 9,95 ist das wohl eins der geilsten Klappmesser, die ich jemals gekauft habe. Und Meru ist, wie gesagt, die Hausmarke von Globetrotter. Glaube ich zumindest. Und die haben auch sehr gute feststehende Messer. Zum Beispiel habe ich von Meru das Matrosenmesser. Das hatte ich auch schon mal vorgestellt in einem anderen Video. Und ein Trucker-Kollege von mir hat es dann auch gekauft und war genauso begeistert wie ich davon. Und ich kann nur sagen, also weiß ich, wer hinter was da Meru steckt, ob das eine bekannte Firma ist. Ich kann nur sagen, die Qualität dieser Messer, den Preis, ist wirklich sagenhaft. Na, das ist der schönste Feather-Stick, den ich jemals gemacht habe, aber ich hoffe, man kann das hören, wie sich diese Klinge in das Holz beißt. Also Betoning wollen wir hiermit bitte nicht betreiben. Dafür ist ein Folder nicht gemacht. Aber ich denke, ich habe gezeigt, einem grünen Holz, dass das Messer wirklich sehr gut ist. Ich zeige das nochmal in der Nahaufnahme. Wie gesagt, der Daumenpin muss ab, das ist natürlich klar. Bei meiner Freundin oder Frau ist er weg und weg ist das Messer und ich bin auch weg, weil ich habe noch ein paar Videos zu drehen. Danke fürs Zuschauen, Bewertungen, Kommentare, neue Subscriber sind gerne gesehen. Ich danke fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.